Seid gegrüßt zurück zu Siedler 3. Und wir brauchen direkt eine Spitzhacke. Und am besten gerade zwei. Der Steinbruch dort oben hat jetzt auch seine Steine. Und wird hoffentlich jetzt gebaut. Können wir da runter gucken. Eigentlich brauchen wir hier noch das Gold. Um richtig loszulegen. Holzfäller können wir hier mal hinbauen. Und das pausieren wir dann. Noch eine Inka-Hütte, die gebaut wird. Ein Imker. Der Turm wird auch fertig. Dann brauche ich dort oben Soldaten. Das ist schon mal planiert. Das ist schon mal gut. Das Eisen wird irgendwie kontinuierlich weggetragen. Bauen wir hier noch eine Eisenmine. Kohlenmine sieht auch gut aus. Okay, die sind alle schwer besetzt. Wäre trotzdem lustig, wenn wir dort die Tür mal erobern könnten. Und dann hier unten vordringen. Die Waffen zu haben, wäre auch eine Idee. Schauen wir doch mal, ob die dort noch liegen. Ich würde nicht genug Soldaten haben, glaube ich eigentlich nicht. Wenn ich den Turm erobern könnte, wäre... Na gut, dann wird er nicht mehr weiterkommen. Also wäre das alles abgeschnitten. Wäre seine ganze Holzversorgung abgeschnitten. Ah, die Waffen hat er schon alle abgetragen. Dann ist es für mich uninteressant. Das Gold wäre zwar auch interessant, aber naja. Wir werden trotzdem hier zuschlagen, einfach damit er weniger Holz hat. Das wäre auf jeden Fall hilfreich, aber es ist nicht zwingend notwendig irgendwie. Da jetzt möglichst schnell zu reagieren. Ah, wir kriegen hier oben jetzt noch mehr Steine. Die Wasserversorgung müsste bald stehen, aber wir haben auch schon Honig. Honig ist da auch schön. Schmeckt gut. Und züchtet kleine niedliche Bienchen. Da wundere ich mich gerade. Eigentlich müsste man die hören. Zoom mal ran. Nee. Ich bin mir ganz sicher, es gab so einen Bienensound. Zumindest beim alten Version. Ist das jetzt bei der History Edition, haben die das rausgeholt? Ich weiß, dass es damit mal Bugs gab. Dass man dann irgendwie auf der gesamten Karte nur noch Bienen gehört hat. Aber... keine Ahnung. Also im Moment höre ich keine Bienen. Hm.
3 Steine fehlen. Da haben wir doch noch eine Menge Steine. Das große Wohnhaus, ja, das wird noch gebaut. Das ist wichtig. Uns mangelt es nämlich langsam an Leuten. Honigwinzerei wird fertig. Können wir einen kleinen Tempel mal anstellen. Der wird nämlich dann gleich beliefert. Ich brauche nur noch die Waffenschmiede, die Steine, und dann geht's wieder rund. Dann kann ich auch wieder mehr mehr Gebäude zusammenbauen. Muss nicht so auf die Reihenfolge achten, wann sie welches Gebäude bauen. Fünf Schwerter, 3 Bögen, 2 Lanzen. Tja. Das heißt abwarten und Met saufen. Ist doch auch ein schönes Motto. Die Waffenschmiede ist beliefert, komm. Dann können wir auch jetzt den großen Tempel anstellen. Die Bauarbeiterin wird jetzt sich da bemühen. Und die Waffenschmiede fertigstellen. Ich befürchte, da oben gibt es keine Fische. Es würde auch erklären, warum wir keine Fische gesehen haben. Zumindest ich nicht. Da gibt's Fische. Gibt's hier Fische? Fische, 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 Fische. Kommt her, meine Süßen, kommt zu Onkel Obelix. Ja, ich glaube, da unten gibt's keine Fische. Aber da gibt's Fische. Dir fehlt theoretisch Honig. Da kann ich noch nicht viel machen. Der kommt, wenn die Bienen lustig sind. Die erzählen dann Witze und kringeln sich vor Lachen. Und dabei kommt dann der Honig raus. So ist das und nicht anders. Da haben wir Schwefel. Schwefel, 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 Schwefel. Und keine Edelsteine. Ja, der Hammer fehlt. Jetzt kommt der Hammer. Und bald können wir noch einen zweiten Hammer bauen. Und wenn das große Wohnhaus steht, dann haben wir auch endlich... Dann läuft es auch mit der Wirtschaft etwas runter. Das wird aber ein bisschen dauern. Ich hoffe ja, dass... Der den Hammer holt, jetzt zum Schmied wird und nicht zum Bauarbeiter. Das könnte nämlich theoretisch auch noch passieren. Normalerweise werden sie dann zwar zum Schmied, aber man weiß manchmal nicht, was in den Trägern vor sich geht. Die beschließen dann manchmal, wir brauchen jetzt unbedingt einen Bauarbeiter.
Ja, und dann guckt man aus der Röhre, wenn man kein Eisen und keine Kohle mehr hat und der Feind kommt. Aber man dringend eine den Schmied braucht, weil die Schmiede schon voll liegt oder so. Ja gut, die beliefern erst, wenn da Kohle und Eisen drin ist. Bauen wir mal noch einen Hammer. Weißt du was? Bau doch gleich 5. Der große Tempel dürfte auch bald fertig sein. Dann haben wir sogar schon Schwertkämpfer auf Stufe 2. Dann bauen wir hier mal ein paar Lager. Dorthin, wenn wir jetzt Gold produzieren. Sägewerk wird fertig. Da fehlt noch ein Bauarbeiter. Ach, und wir haben endlich einen Waffenschmied. Endlich einen Waffenschmied. Das große Wohnhaus wird jetzt beliefert, zumindest mit Stein. Vorher kommen noch die Holzbretter zum großen Tempel. Das ist auch klar. Sagen wir es mal so, es schadet auch nicht mehr, Bauarbeiter zu haben. Dann werden die Gebäude schneller fertig. Vorausgesetzt, ich habe genug Ressourcen, aber wir gehen mal davon aus, die habe ich. Sieht eigentlich mit dem kleinen Tempel ganz gut aus. Das können wir schon mal einen Auftrag geben. Ja, wir bauen noch irgendwo einen Imker und irgendwo kriegen wir auch noch einen Imker unter. Hier sieht es gut aus. Da brauchen wir einen Imker. Es wundert mich eigentlich, dass der noch nicht angegriffen hat. Der hat theoretisch 24 Waffen am Anfang gehabt und konnte damit Soldaten produzieren. Aber vielleicht kam deswegen von hier unten so komisch die Soldaten von ihm, dass der am Anfang gar keine Soldaten im Land hat und die erst die Waffen erst hergebracht hat, um überhaupt Soldaten zu haben. Wenn das so wäre, könnten wir, wenn wir alle Soldaten sammeln würden und hier versammeln, die ja nach und nach töten. Und das wäre für ihn ziemlich problematisch. Aber ich meine, da wäre ein Stufe 3 Soldat gekommen von dort unten. Und wenn das ein Stufe 3 Soldat war, von, der da kam, dann tja. Wenn das ein Stufe 3 Soldat war, dann war der von Anfang an schon da. Dann hat er doch Soldaten am Anfang schon gehabt. Keine Ahnung. Dafür müsste ich die Mission neu starten, um das Auge machen. Während ich das Auge gemacht habe, auf Pause drücken. Das wäre sowieso intelligent gewesen, das zu tun. Habe ich jetzt nicht gemacht. War auch nur zu wichtig. Dann kann man sich nämlich die Karte in aller Ruhe anschauen. Du hast auch noch Kohle. Wir haben hier auch noch eine Menge Kohle unten. Dann bauen wir mal noch eine Kohlenmine. Man kann nie genug Kohle haben. Und warten ab. Der große Tempel ist fertig. Das heißt, wir haben jetzt Schwertkämpfer Stufe 2 und wenn wir hier noch ein Brett haben, haben wir endlich wieder Leute. Genug Fleisch haben wir. Da fehlt auch Kohle.
Dann stellen wir aber mal den Trägeranteil schon mal hoch. Bauen mal noch direkt ein mittleres Wohnhaus und geben noch ein großes in Auftrag. Da nicht. Das mal ein bisschen dicht am an dem Gefällt. Gut, jetzt bauen sie es. Oh, und die haben auch schon Stufe 2 Soldaten. Ich glaube, das sind echte Stufe 2 Soldaten. Nicht zu verwechseln mit den unechten Stufe 2 Soldaten. Die hauen zwar genauso zu, aber die sind nicht echt. Die sind von Anfang an da. Da fängt doch ein paar Fische. Ab und zu. Okay. Da unten zwei, drei große Türme, das wird ganz praktisch. Ja, wir haben nicht genug Leute, deswegen wird das der Honig nicht zum Imker, der Honig zum Imker getragen. Wird der Honig nicht zur Honigwinzerei getragen und deswegen gibt es kein Honig. Gibt es auch kaum Met und der Met wird nicht zum kleinen Tempel getragen und deswegen kriegen wir keine Aufwertung. Und das Spiel wurde gerade gespeichert. Dann, wie viele? Dann produzierst du mal noch 6 Hämmer und wie viele Pioniere haben wir? Ach, Pioniere. 4, 5, so. 15 Planierer, Planierer heißt. Und 20 Bauarbeiter, das ist eigentlich eine gute Zahl. Der können wir was anfangen. Kommst mal her. Hier geht mal da hoch. Immer noch kein Angriff. Faszinierend. Tja, wo schon mal? Du bleibst mal hier. Da kommen immer noch Leute aus, das ist gut. Ach, und da werden jetzt auch die Sachen langsam getragen. Ich hoffe auch mal, der Honig wird weiter getransportiert. Gut, was habt ihr denn im Moment noch für Gebäude? Die sind interessant, dass ihr die baut, das ist wichtig. Honig, mehr. Boah, wow, sieht im Moment eigentlich ganz gut aus, als müsste ich nichts machen. Das ist immer etwas Schlechtes, wenn man den Eindruck hat, man müsste nichts machen. Dann hat man nämlich in der Regel vergessen, was man noch machen könnte. Aber wir bauen mit auch die Lager jetzt langsam. Du kommst mal mit hier hoch. Die anderen 5, die produziert werden, kommen hier runter. Das ist deswegen wichtig, weil die Waffenschmieden nicht stillstehen dürfen. Bauen wir hier mal noch eine Schwertschmiede hin und
Ja, passt perfekt. Und hier wird fleißig Met gemacht. Und du hackst hier fleißig die Bäume. Und ja, ihr bleibt mal hier oben. Ihr bleibt mal hier oben. Kohle, Kohle, Kohle. 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 Man hier nicht Fische? Hier sind Fische. Fisch. Ah, das sind auch Fische. Hier baue ich einen Fischer. Haben wir auch die drei Angeln verbraucht. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Nehmen wir 30% Kampfkraft. Das beschleunigen wir mal. Und nicht Kampfkraft, göttliche Aufwertung. Kampfkraft haben wir 50. Prozent. Jetzt im Moment läuft alles. Ich muss einfach nur abwarten, bis die Aufwertung da ist. Und ja, bis halt die Aufwertung da ist. Dann mal ein bisschen Honig, ein bisschen Stein, ein Schwert. Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Ist also in Ordnung. So, dort sollst du fällen. Mach den Weg frei. Und er fällt natürlich woanders. Kennt man so. Jetzt können sie auch weiter produzieren, auch wenn ich keine Waffen verbrauche. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr irgend... Achso, du mit Sicherheit nicht. Nee, so viel Honig produziert ihr nicht. 1, 2, 3, 4. Hätte ich nicht noch mehr? Ich habe noch einen Auftrag. Hier unten könnte man nur... Achso, da baue ich schon einen. Ja. Dann nicht noch einen. Hier oben kann man irgendwo noch einen hinbauen. Und unter Umständen hier. Und da ist jemand online gekommen. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist ein mittlerer Platz für einen mittleren Turm. Oh, und an der Stelle bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen gesegneten Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.